Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Tropico und 5. Ja, ihr habt es euch gewünscht und ich werde es natürlich auch ein wenig spielen. Tropico 5. Ich hatte leider ein paar Probleme mit meinem Key, dementsprechend das LP einen Tag später als der Release, aber ist ja jetzt nicht so tragisch. Nur die Laufkundschaft fällt euch weg. Hauptsache die Abonnenten sind versorgt mit diesem wundervollen Spiel, wo die Musik einen einfach mitreißt. An sich kann ich das Spiel nur spielen wegen der Musik. Naja, so bin ich diesmal El Presidente und werde ein neues Spiel starten in der Kampagne. Ich habe schon das Tutorial mir mal angeguckt und werde die Welt natürlich auch verändern. So, wir haben noch keine Familiendynastie, also muss ich eine neue starten und wir nennen die einfach Doktores. Hört sich auch sehr realistisch an, also sehr naheliegend. So. Ich bin definitiv nicht weiblich, sondern männlich. Alonso ist schon mal ein schöner Doktoresname. Schön, man darf keinen Namen frei wählen, aber nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich habe so viel Tropico 5 Geschichten vorher nicht gelesen. Ich kenne halt Tropico 4, habe das auch ein bisschen gespielt. Tropico 1 habe ich damals auch gespielt. Habe ich auch noch hier die Originalpackung stehen irgendwo. Genauso wie bei Tropico 2. Dario nehmen wir mal. So, was meine Fertigkeit? Baukosten und Dienstleistungen sinken. Agent erkennt verborgene Rollen auf... Moment, Tropico 20% schneller. Aufrührer wandelt bei Wahlbetrug 2 Stimmen um. 2000 mehr Stahlkapital. Entwicklungshilfe steigt um 10. Alle Bauarbeiten sind günstiger. Ach, ich bin ein bisschen unsicher. Machen wir Verwalter. Latino, afrikanisch, asiatisch, kaukasisch. Ach komm, ich bin einfach Latino. Ich wünschte, ich hätte Haare. Ah, nehmen wir mal das Gesicht. Dario Doctores. Sehr schön, Astronaut. Nehmen wir mal Diktator. Nicht in Weinrot. Wir nehmen mal... Ja, Nachtschwarz ist auch doof. Grasgrün, hallo? Dunkelbraun. Ah, da kann ich auch Haare entscheiden. Oh, genau. Männlicher Schnurrbart ist meine Frisur. Und wisst ihr, das ist so richtig, ich bin Otto von Bismarck. Violett, Rot, Punker, Schwarz. Ja. Accessoires. Lennendrahtgestell, Filmstar. Elegant. Genau, Zigarre. Ein Traum. So darf ich aussehen. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein, ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. So,
Mission eine neue Ära. Wirtschaft, das sind die Schwierigkeitsgraden. Naturkatastrophen. Boah, finde ich eigentlich eine fiese Nummer, wenn Naturkatastrophen das Spiel komplett im Eimer machen. Erlangen Sie Ihre Unabhängigkeit. Spielen Sie auf Caio de Fortuna oder auf Bao Bao. Ich werde mal auf Caio de Fortuna spielen. Ah, die Karibik. Ein blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass sich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Hört sich auf jeden Fall normal an. Willkommen in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät in diesem Teil der Erde. Ah, okay, die Aufgaben der Königin erfüllen. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Mhm. Jetzt haben wir mal die 2000. Gucken wir mal, was im Handel drin ist. Also Mais könnten wir liefern. Mais Ziel an Schmuggler. Baumstämme. Na, sonst können wir noch nichts verkaufen. Das ist das Handelsfenster übrigens. Das haben wir eigentlich ganz cool gemacht. So, genauso haben sie ganz cool gemacht, dass man jetzt bestimmen kann, ob diese produzierte Nahrung hier für die Einheimischen ist oder für die, wie heißt es, für das Wegschicken. Na? Ich habe wieder die falsche Taste für Drehen gedrückt. Habe ich vorhin im Tutorial auch immer gemacht. Ja, das geht ja. So, Straße mit R bauen. Ich habe mir schon die Hotkeys gemerkt. Dann können wir nämlich da direkt den ersten Aufbau Seine machen. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich meine, eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen kann. Ja, ja, ist gut. Zuckerrohr pflanzen wir auch an. Zuckerrohr. Wir überlegen, ob ich die da unten lang ziehen kann. Muss man mal schauen. Ich kann die bestimmt hier am Strand lang ziehen. Was mich gerade nur wundert, wo ist denn jetzt der Ton hin? Ach da. Ich wollte schon sagen, ohne Musik. Wer will sowas denn hören? So, wir brauchen auch das ein oder andere Landhaus dann. Weil irgendwo müssen meine Herrschaften ja auch wohnen. Bam, bam, bam. Übrigens ist es einfach wunderschön. Ach ja, das kostet mir jetzt gerade alles ein bisschen viel. Macht aber nichts, weil wir machen mal Verordnung. Ach, können wir noch gar nicht. Dann lassen wir einfach mal eben laufen.
71 Einwohner. So, hier werden wir meinen regionalen Konsum unterbinden. So, haben wir das erste Geld gemacht, 1079. Können wir den und schauen wir mal eben die Zufriedenheit meiner Bevölkerung an. Die ist im Moment ja noch egal, weil ich Kolonialmacht bin. Ich bin eh der Krone ergeben. Man muss noch nicht darauf achten, dass ich irgendwelche Wahlen gewinnen muss. Das wird dann später, wenn wir aus der Kolonialzeit rauskommen, können wir dann, müssen wir halt dann auch die Wahlen gewinnen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Gib mir mal bitte Geld. Was kostet mir das Land? 1500? So, setzen wir mal daneben. Landhaus braucht doch nicht letztendlich eine Straße. So, genau. Zwei ungebildete Leute. Da können wir direkt zwei Gastarbeiter holen, weil ich glaube... Ah gut, da kommen schon die Gastarbeiter. Und zwei Bürger kamen in Tropico an. So, 400 Waren exportiert. Macht noch nichts. Was haben wir hier? Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Bauen Sie eine Bibliothek. Also die baue ich jetzt mal nicht in 5 Sekunden. Weil die Bibliothek kostet mich nämlich auch mal eben 5000. Wir sind die Schatten, die die Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden. Und Sie werden einer von uns sein. Erklären Sie die Unabhängigkeit. Mission gewinnen. Belohnung, Sie gewinnen die Mission. Ja. Eines Tages sind wir soweit. Da muss ich aber erst die Zufriedenheit erhöhen. Dafür brauchen wir erstmal Geld. Und daran arbeiten wir gerade. So, Gewerkschaftler. Obwohl, hier können die auch regional konsumieren. So, die Kohlen überweisen mir Geld. Hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast zu entwerfen. Unterwasserpalast. Zucker, Zucker, Zucker. Na? Plantage, Zucker. Ich glaube, das ist, wird ein bisschen, obwohl... Generell sollte das trotzdem noch passen. Ah ne, unebenes Terrain da vorne. Bauen wir den einfach so da rein. Vielleicht nicht der schönste Weg. Oh nein, sie haben es verkorkst. Mit der Straße. Und jetzt habe ich die... Überlege ich gerade, wie kann ich die denn wieder abreißen? Da. Wo ich mich gerade echt wundere, warum ich da keinen vernünftigen Weg um das Feld rum machen kann. Ich konnte doch hier unten auch einfach um die Ecke. So, das Transportbüro ist wenigstens voll. So,
Also Zuckerausgang 345. Auf eigenen Füßen zu stehen, ist eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Autarkie sollte das Ziel jedes Landes sein. Ja, 15.000 Geld haben. Schauen wir mal. Wie sieht es mit dem Wohnraum aus? Wir haben 10 Obdachlose noch, also brauchen wir noch 3 Häuser. Genau. So. Weiter geht's. Da haben wir wenigstens die Obdachlosen schon mal im Griff. Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Einem Wettbewerb, den wir verlieren, alter Freund. Die Kolonien Puerto Coco und Isla Roja stehen weitaus besser da. Sie sorgen sich immer noch um so triviale Dinge wie Geld. Ich werde Ihnen dieses Mal helfen. Aber denken Sie daran, ich biete meine Hilfe nur. Tja, 5.000 weg, 10.000 zurück. Ich bin gerade am Überlegen. Wie lange... Nein, nicht die Familiendynastie. Forschung können wir noch nicht machen. Können wir nachher. Kennt man ja auch noch hier, dass wir in allgemein gewisse Verordnungen erlassen können. Genau. Ist natürlich hier in unterschiedliche Zeiten gegliedert. Das ist auch, so viel ich weiß, relativ neu. Dass es halt das Allgemeine, das Weltkriege, Zeitalter, den Kalten Krieg und die Neuzeit gibt. Und dementsprechend verändern sich auch die Gebäude mit der Zeit. Die Last des Regierens verändert... Oh, ich hab doch schon 80 Millionen Landhäuser gebaut. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des... So, verlängern wir mal mein Mandat. Ach, weil ich mit den dämlichen Soldaten handel. Aber leider habe ich nichts anderes zum Exportieren gerade. Außer ich würde Baumstämme noch machen. Ich glaube, da komme ich gerade schlecht hin mit. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Aber ich glaube, ich habe im Moment auch kein Problem mit Arbeitslosen. Da-da-da! Nicht Familien... Ach, ich verklick mich schon wieder. Nicht Inforaster. Nein. Almanach. So, 3 Arbeitslose haben wir im Moment. 5 Obdachlose. Da werden wir erstmal die Hütten abreißen. So ein Gefäß in ein vernünftiges Haus ziehen. So. Ein Gastarbeiter einladen, kostet mir natürlich immer wieder Geld. Was war die Info hier unten? Produziert Baumstämme, verfällt, wenn es keine Bäume mehr in der Nähe gibt. Dann können wir nämlich hier den direkten Export im Handel von
vom Mais abziehen. Und können stattdessen die Baumstämme verkaufen. Die Krone überweist 5.500 in die Staatskasse. Jetzt warten wir erstmal, bis wir... Gut, jetzt haben wir nämlich die 15.000 hier fertig. Auf eigenen Füßen zu stehen ist eine Tugend, die... Dafür kriegen wir 12 gebildete Rebellen. Und jetzt können wir auch mal eben die Landhäuser bauen. Wie viel sollte ich haben? 5. Jetzt haben wir nur 8.000 übrig, dann können wir sogar noch eine Taverne aufziehen. Setzen wir die mal hier so hin. Moment, da kommt noch die Straße. Und mit der Taverne können wir nämlich auch die Zufriedenheit der Bevölkerung steigern. Während seine Majestät die Rückständigkeit ihrer Insel höchst erheiternd findet. Genau, bauen wir die Bibliothek direkt in das Stadtzentrum rein. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. Mhm. Naja, wenigstens haben wir mein Mandat wieder verlängert. Ich denke mal, wir können... Ach, mehr Essen anbieten müssen wir jetzt auch nicht. Steuersenkung, Stadtentwicklung. Da müssen wir erstmal wirklich unsere Bibliothek fertig haben. Und schauen, wie denn unsere gebildeten Bürger hier. So, 3 Jobs verfügbar, 11 sind arbeitslos, 5 sind obdachlos, 3 in Hütten. Geburtenrate 2, Einwanderung 12. Ah gut, wir haben 4 Universitätsleute. So, Nahrungsvielfalt wird gerade ein bisschen bemängelt. Also Ananas oder... Ja, ich glaube Ananas wird besser sein an der Stelle. Dann haben wir eine Nahrungsvielfalt und dadurch verbessert sich halt auch nochmal die Zufriedenheit der Bürger. Jetzt können wir forschen und forschen direkt mal die Sichel. Was soll der Umweltschützer da? Den können wir mal lieber bei der Bauarbeiterfirma einstellen. So, 26%. Dann können wir ja hier noch 2 Häuser bauen. Das neuer Auftrag. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Mhm. So wie auch jede andere wichtige Geburt wird dieses Ereignis die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen. Eine katholische Mission in 9 Monaten bauen. Oh, ich habe im Moment wenig Geld. Aber die kostet nur 1.800. Dann soll das eigentlich vom Zeitlichen ja ganz gut noch klappen. Aber ich sehe gerade, zeitlich sind wir am Ende vom ersten Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn El Doctorone... Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen... Großartige Neuigkeiten!
Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern. Und wir... Tja, glorreich haben wir in der Kiste was gefunden und die Produktiv unserer Plantagen verbessert. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tropico 5. Bis dahin, euer El Presidente. Ciao.